Willkommen zu einer neuen chilligen Runde Space Engineer von Keen Software House. Ich wurde gerade angebrüllt. Energy low, jawohl. Es ist kalt draußen, das heißt, und wir haben das Licht an, das heißt, wir brauchen hier Energie zum Bauen. Inventar habe ich gerade leer, denn ich habe hier mal ein bisschen Eis reingeschmissen, so dass die Sauerstoffgeneratoren jetzt alle drei arbeiten und uns den Hydrogentank füllen, den Wasserstofftank. Bereits bei 55%, hier radert es jetzt wesentlich schneller durch. Du siehst, hier hinten haben wir schon 2 Punkte. Die Batterien sind auch gleich voll. Ach, die geben jetzt schon Ladung ab. Knack, knack. Das ist schön. Dann müssen wir da eigentlich auch mal reingucken. Antenne ist Anzeige Schiffsnamen. Den müssen wir uns noch einfallen lassen. Batterien sind soweit, die schwenken hin und her. Die geben jetzt schon Energie mit ab. Die Bohrer brauchen wir nicht gruppieren. Erzsensor ist an. Reichweite volle Pulle. Besitzer ich, jawohl. Fahrwerk wird dann rausgeschmissen. Großer Frachtcontainer. Gyros, da muss man nichts einstellen. Hydrogen, die werden wir dann alle zusammenschmeißen. Das werde ich aber jetzt noch nicht machen, das mache ich dann nachher. Maximale Abgabe 14 Megawatt, derzeitige Abgabe 212,0. 343. Ich schätze mal, wenn die... Achso, je nachdem, wie die Batterien beladen werden müssen oder die Sauerstoffgeneratoren hier noch zutschen. Sauerstofftank ist schon voll. Ah, das kannst du natürlich dementsprechend nicht ändern, dass hier mehr Sauerstoff rausgeblasen wird. Wäre auch blöd, wenn der nur Wasserstoff produzieren kann, wenn der Sauerstoff unten auch mit reinpasst. Dann hätte ich viel zu wenig Schibberit immer. Jo. Nicht schön, aber get them. So, was braucht man bei dir da oben noch? Herstellungskomponenten? Wie weit warst du? Du warst soweit. Du brauchst... Ja komm, wir holen Stahlplattenherstellungskomponenten, dass wir die auch auf dem Stand haben. Na! Was? Herstellungskomponenten, Stahlplatten, so viel haben wir gar nicht mehr. Herstellungskomponenten. Dann kannst du hier mal wieder welche bauen. Das hätte ein bisschen früher kommen können, da hätten wir es uns noch eingepfiffen. Offline. Naja, was soll's. So, hier möchte ich rein. Da, jawohl. Warte, ja, so, Stahlrohr. Stahlrohr, groß. Herstellungskomponenten. Dann holen wir die gleich. Gib her. Die können wir ja da drüben wieder reinschmeißen. X. Ah, dreht ich mal ein bisschen gerade. Jawohl. Da mal das. Jawohl, da mal das. Und, na komm. Jetzt brauchen wir nur noch Stahlrohre. Groß. Full. Zack. Hammer. 66 da, 33 kriegen wir rein. So, wir fangen mal hier vorne doch nicht an. Fangen wir hier an. 2, 3, 4, 5. Runter, runter mit dem Gunther. 6. Die sind fertig. So, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Krass. 14, 15 und hier brauchen wir Stahlrohr groß. Ganz schön viele. Aber wir sind ja gleich rum. Hast du fertig? Jawohl. Komplett fertig. Komplett fertig. Komplett fertig. Komplett fertig. Komplett fertig. Komplett fertig. Jawohl. So, X. Die Seiten noch. Hatte ich auch. Jawohl. Heißt... I... Kontrollfeld... Euch Hydrogenfraster packen wir alle auf aus in eine Blockgruppe Hydrogenfraster. Das U sollte man auch mit eingeben. Speichern. Damit haben wir die alle hier. Und jetzt sollten sie alle aus sein. Jawohl. Schniege, wenn das mal funktioniert, wie ich das gerne hätte. Das will ich eigentlich gar nicht. Das will ich. Gruppen. Hydrofraster. Ein aus. Damit haben wir auf der 8 jetzt die Hydros. G. Hydrogenfraster raus. Atmo. Atmo? Können wir ja einfach hier dran klatschen. Tun die Atmos irgendjemanden weh? Nö. Ah, nein! Ja. Manu. Wie viele haben wir von denen hier dran? Hier brauchte ich ja auch mehr zum Ausbalancieren, weil ich, genau, weil das ja das Arbeitsgerät hier ist. Genau. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Und du wirst lachen, wenn ich den richtig voll mache, was hier in den Cargo reingeht. Hier in den Cargo und in die Bohrer. Dann komme ich gerade noch so nach Hause. Wir sind jetzt bei 101 Tonnen und bei 160 Tonnen, dann ist Grenze. 165 Tonnen und ich sage langsam ab. Ja. Also ohne Hydro, ne? Nur mit den Atmos. Und hier sind die Atmos ja nur zur Unterstützung gedacht. Gut, heißt Atmo, brauchen wir erstmal wieder Stahlplatten. Und den Rest klatschen wir erstmal raus. Viele... Das ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Ne? 100 brauchen wir schon. In Bremsschub könnten wir... Wieso nicht da dran? Mhm. Also Gas geben können wir schon mal... So rum. Ach, hier darf ich auch nicht dran. Mhm. Mhm. Muss ich jetzt eine Reihe davor setzen? Dann Stahlblöcke? Ich weiß noch nicht mal, wie ich die allgemein gerne dran hätte. Na? Genau. Bin schon da dran. Ein bisschen symmetrisch muss das schon mal aussehen. Mal gucken, wie oft ich die noch umbaue. Wieso nicht? Aha. Dann hätten wir so. Jetzt düsen auf jeden Fall schon mal so rum. 2, 4, 1, 8. Da dran. Ja, die gehen bestimmt. Ja, sag ich doch. Halt. So rum, genau. Man könnte sie vielleicht sogar. Nee. Hier an die Seiten gehen sie nicht dran. Könnte man so noch unterstützen. Atmo. Wie sehen denn die Kleines Triebwerk. Könnte man dann immer dazwischen packen. Oh, ich bin gespannt, wie das funktioniert, ey. Heißt aber auch, wir brauchen hier oben... Jetzt mach doch erstmal mit einem weiter. Jawohl, mache ich. So. Da oben. 1, 2. Mehr durften wir ja nicht brauchen. Düt. 1, 2. Keine Ahnung, ob das symmetrisch, propetrisch ist oder... Oh, wird schon irgendwie. Also, wir haben rechts. Wir haben links. Wir haben Schub. Wir brauchen nach unten. Eins. Ach, das geht hier gar nicht. Dann klatschen wir das da dran. Hier geht's auch nicht. Also lassen wir das so. Wieso? Wieso denn nur? Wieso denn nur? Ja, lassen wir so. Wir haben... Uns fehlt noch der Bremsschub. Den können wir auf den Bohrer legen. Jetzt haben wir einen Bremsschub. Was denn? Nee. Ich auf den Bohrer legen. Jawohl. Den müssen wir nochmal wegnehmen. Und auf den Bohrer legen. Ich brauche erstmal Saft. Genau. Gib her. Jip, jip. Das sieht schon mal... Jo. Hoffe ich mal, dass ich den Bohrer nicht kaputt mache damit. Und dann braucht man nur noch Stock, ne? Wir haben hoch. Ne, wir haben rechts, wir haben links, wir haben runter. Wir haben vor, zurück. Vor, zurück ist ja nur ein bisschen was zum Landen. Richtig vor, zurück machen wir erst mit den... Siebenern hier, mit den, genau, kleinen Triebwerken. Ich hätte gerne große Triebwerke. Hm. Die sind bestimmt auch wieder so schwer, dass ich gar nicht erst gestartet kriege. Ich probiere es erstmal mit kleinen. Aber vorher wollten wir doch noch, genau. Mein. Ich bin schon wieder völlig durcheinander. Und, hä? Ja, so rum. Tiefer können wir den nicht bauen. 1, 2. Brauche ich so viele? Never. Niemals. Vier. Heißt 1, 2. Drei, vier. Die sind doch nur zum Unterstützen. Ne, mit den Atmos wollte ich doch richtig starten. Die sollen ja bis hoch und die Hydros sollen nur kurz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Stimmt das so einigermaßen? Scheint so. Ich komme durcheinander. Stahlplatten. Jetzt hauen wir einfach nur das rein, was wir hier gerade im Inventar haben. So, das haben wir. Geht einfach nur, dass wir die Steuerplatten jetzt rauskriegen. Da, da, da und da, genau. Da, 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 da. Die haben wir alle. Sollten wir alle haben. Jetzt brauchen wir nur Herstellungskomponenten. Den Rest schmeißen wir raus. Und da wir für jede 20 brauchen, kannst du auch gleich mal ein paar herstellen. Was wir sicherlich brauchen. Die gehen ja zum Glück auch schnell. Ja, fangen wir gleich wieder damit an. So, dann haben wir die Seite schon mal. Jo. Nicht mal die Hälfte geschafft davon. Ah, du kannst da schon mal weiterbauen. Das ist richtig. So, du hast, jawohl. Du hast, jawohl. Du hast, jawohl. Wie sieht's denn aus mit dem Tank? 100%. Fetzt. Inventar nicht leer. Großer Frachtcontainer 2. Das ist ja nichts. Wenn ich das hier schon aufteile, war's das. Den dritten haben wir ja auch noch. Jo, aber wir haben einmal komplett full zum Start. Eis können wir uns da auch noch holen. Das ist soweit richtig. Ja, die letzten Male habe ich hier auch noch 2-3 Tonnen Eis drin gehabt zur Reserve und bin dann erstmal hoch und dann direkt zum Eis. Startet sich angenehmer, wenn du leichter bist. Jojo. Irgendwann wirst du immer riskanter, risikovoller. Fetzt schon, fetzt schon. So, das, das und das. Und was hätte ich denn jetzt an? Die drei noch? Genau. Und das. Damit haben wir das. Jawohl. Jetzt brauchen wir 30 Steuerrohre. Groß. Kann das sein? Das ist fast aufgekommen. Alter Schwede. Jawohl. Du kannst hier auch gleich mal wieder Produktion. Steuerrohr groß. So. Dann machen wir hier gleich weiter. Bitte schön. So. Aus Metallgerüste. So, dann haben wir das. Haben wir noch einstecken? Scheint so. Jo. Jo. Hat man! Jetzt brauchen wir Metallgerüste und Motoren. Ach, die haben wir ja wieder nicht da. Doch, müssen wir ja da haben. Die hat er ja rübergeschoben. 4. Mhm. Dann bauen wir die Motoren ein. Da die großen raus. Großen Rohre. Ne, Produktion. Und kannst auch mal wieder nachbauen. Ui, 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 ui. Ist schon krass. Das ist fertig. Das auch. Das auch. Ach, das sind ja die 4, die wir noch da hatten. Genau. Und das waren die Motoren. Wir brauchen 200 Motoren. Produktion. Ernsthaft? Hier haben wir noch ein paar da. Ja, da können wir aber auch hier die Juriste mitnehmen. Alter Schwede. So, 4 fertig. Das 5., 6., 7., 8. Wow. Es wird. Ich habe keine Ahnung, was ich gerade hier alles noch dran schmeiße. Ach, sind die Metallgerüste? Das ist gut, wenn wir die noch fertig kriegen. Dann brauchen wir nur noch Motoren. So. So. Jo, wir brauchen nur noch Motoren. Schön, schön, schön. Haben wir die gleich mit rein noch? Komm. Motoren. Jetzt muss ich aber hier wieder durchlaufen und gucken. Habe ich mir leider nicht gemerkt, wie weit wir waren. Jo, das und das. Bei 18 Motoren überall, das ist schon eine ganze Menge, du. Den da, jawohl, den da. Ah, jetzt fehlen sie wieder die Motoren. Heftig. Hast du noch welche im Bau? Sieht so aus. Dünn, 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 dünn. So, der war fertig. Der auch. Der jetzt. Der jetzt. Für den reicht es auch noch. Für dich dürfte es nicht mehr reichen. Ne, da fehlen 2. Das hätte ich wissen müssen. Schade, schade, schade. Ah, wir sind auch schon wieder durch eine Runde durch. Manu, Manu, Manu. Ja, 18 brauchst du für jeden. Da drüben, oben drauf waren es noch ein paar und an der anderen Seite noch ein paar, ne? Komm, komm, komm. Gib her. Hatte ich dich fertig? Ne, dich hatte ich noch nicht fertig gekriegt. Dich hatte ich fertig? Jawohl. Bei dir haben 2 gefehlt. Bei dir ist fertig. Du bist fertig. Und bei dir fehlen noch 11. Ne, die kriegen wir jetzt auch noch an. 11. Drülft sich, kennst du, ne? Genau. Ja, zum Folgenende kommen auch noch schlechte Witze. So, haben wir auch. Was wir jetzt noch machen müssen. Na komm. Ist ein Schrein da. Da geht's aber ganz schnell. 11 Tage reicht der Strom, aber ich habe ja auch noch kein Gas gegeben. So, Kontrollfeld, Hydrogen. Thruster? Nee. Ich brauche jetzt alle Atmos. Shift-Taste drücken, Atmo aus. Und alle in die Gruppe Atmo Thruster speichern. Jawohl. Was schaltet man zuerst an? Und was schaltet man wieder aus? Hydro haben wir auf der 8. Hydro brauchen wir erst, wenn wir die ausschalten. G heißt Gruppen. Atmo auf die 7. Ein aus. Jetzt sind sie aus, richtig. Wir haben dann die Ionentriebwerke auf der 6, schalten die an, schalten die 7 an, starten, schalten die 8 an, schalten die 7 aus, genau. Und wenn wir im All sind, schalten wir die 8 aus. Juhu, so wird irgendwann mal ein Raumschiff draus. Was haben wir für eine Länge? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 Blöcke. Was haben wir hier für eine Länge? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Ähnlich, ähnlich. Jep, hätte ich jetzt nicht gedacht. Der sieht ein bisschen kleiner aus. Aber wir haben ja noch Platz, wir können es ja immer noch verlängern. Irgendwie auch ein bisschen... hässlich. Wie immer. Yep. Ich wollte schon sagen süß, aber nee, ich habe noch nicht dran rumgelutscht. Das werde ich auch bestimmt nicht. Ich bedanke mich fürs Reinschauen, Vorbeischauen, Zuschauen. Dankeschön, wenn es dir gefallen hat. Sehen wir uns eventuell in der nächsten Runde wieder zu einer chilligen Runde Space Engineers von Keen Software House. Bis dahin, auf Wiedersehen und Tschüssikowski.